Es ist wieder soweit, Freunde. Ein Kommentar-Special zu dem Thema, das euch derzeit am meisten bewegt. Und es gibt derzeit eigentlich nur zwei Themen im Weltfußball. Oder beziehungsweise im deutschen Weltfußball. Was schon mal wenig Sinn macht. Und zwar steigt Eintracht Frankfurt sofort ab mit 0 Punkten. Und wer wird neuer Mittelstürmer beim BVB? Macht Maxi Philippes, Balotelli, Modest? Ist Origi gut genug? Und kommt Paco Alcacer wirklich nach Dortmund? Naja, alles Fragen, die wir in den nächsten Minuten mit euch beantworten wollen. Hannes Hussnelder. Ist Origi gut genug für den BVB? Hannes, hörst du mir überhaupt zu? Die Frage habe ich vor 30 Sekunden gestellt. Aber okay, reden wir über Divock Origi. Origi ist derzeit auf dem Weg, ein klassisches, verlorenes oder ewiges Talent zu sein. Und das, obwohl er seit 4 Jahren unter einem der besten Talententwickler der Welt spielt. Jürgen Klopp. Gut, 3 Jahre, weil er 1 an Wolfsburg ausgeliehen war. Eigentlich 2, weil er noch 1 an Lille ausgeliehen war. Doch gar nicht mehr so viel plötzlich. Und trotzdem, Origi hat sich in den letzten Jahren schlicht und ergreifend nicht so entwickelt, wie erwartet. Wenn man sich überlegt, dass er bei der WM 2014 derjenige war, der Belgien mit einem späten Tor gegen Russland überhaupt erst in die K.O.-Runde geschossen hat und man damals sagte, dass er auf einem Talentlevel mit Romelu Lukaku wäre, dann ist die Entwicklung wirklich tragisch. Aber um die Frage von Hannes beantworten zu können, wie gut er wirklich ist, brauchen wir eigentlich einen Wolfsburg-Fan. Oldschool Hipster, Riesenname. Ich bin selber Wolfsburg-Fan, das heißt selbst, und war am Ende enttäuscht von Origi. Denn er hat sehr wenig Torgefahr ausgestrahlt und hat auch nicht wirklich zu uns gepasst. Ich muss zugeben, ich war froh, dass Wolfsburg jetzt Ginczek und Weghorst statt Origi haben. Ja, das macht jetzt natürlich nicht so richtig viel Hoffnung. Aber man muss auch fair sein und sagen, Trainer Martin Schmidt hat Divock Origi nach den ersten 7-8 Spieltagen nicht mehr richtig eingesetzt. Denn der Junge ist am Ende des Tages ein klassischer Mittelstürmer. Das Problem mit ihm ist nur, er ist so schnell und dribbelstark, dass man irgendwie dazu neigt, ihn ganz gerne auf dem Flügel zu sehen. Da passt er allerdings nicht wirklich hin. Ist er jetzt also gut genug für den BVB? Die letzten 2 Jahre sagen relativ deutlich nein. Auf der anderen Seite ist Origi immer noch erst 23. Und wenn man einen Verein kennt, der in der Lage ist, das Beste aus Spielern rauszuholen, dann ist es der BVB. Stand jetzt ist er einer meiner Favoriten für die Rolle als Mittelstürmer bei Dortmund. Oliver Riekehoff. Vielleicht nochmal auf Batshuayi eingehen. Das wird nicht passieren. Michy Batshuayi ist bis nächsten Sommer an Valencia ausgeliehen. Der Grund dafür ist, dass der BVB nicht bereit war, die zugegeben überforderte Ablöse an Chelsea London zu bezahlen. Die Rede war von mindestens 60 Millionen Euro. Und wenn man das nicht gemacht hat, hat man quasi freiwillig auf die 1A-Option verzichtet. Der Batsman wird nicht zu Dortmund zurückkehren. Das ist doch kein Name. Rapportagens Ohrenschmalz. Ich würde Modest holen für den Anfang, dann hätten sie schon mal einen, der nichts kostet und er wäre eine gute Ergänzung. Dann bräuchten sie trotzdem noch einen guten Stürmer wie Origi, aber ich hoffe immer noch, dass Balotelli kommt. Das stimmt so erstmal nicht ganz, denn Stand jetzt ist Modest noch in China unter Vertrag. Und der Vertrag läuft auch nicht aus. Er hat ihn allerdings versucht, einseitig aufzulösen mit der Begründung, dass der Verein sein Gehalt nicht mehr bezahlt hat. Problem nur, die Chinesen haben es bis jetzt nicht akzeptiert. Und jetzt befürchtet Modest, dass sie sich querstellen wollen bis zum Ende der europäischen Transferfrist, um ihn halten zu können. Die FIFA ist schon eingeschaltet und ermittelt. Aber gut, gehen wir mal davon aus, dass man Anthony Modest dann ablösefrei haben könnte. Denn ich glaube, das wird eigentlich schon noch passieren. Dann fände ich diesen Transfer eigentlich nicht verkehrt. Der Junge hat ja ganz klar bewiesen, dass er in der Bundesliga Tore schießen kann. Und in meinen Augen geht der BVB derzeit relativ locker mit dieser Kein-Stürmer-Problematik um. Klar. Modest passt nicht 100% ins System und deshalb will Favre ihn scheinbar nicht haben. Aber wenn der BVB wirklich in die Saison geht und mehr oder minder darauf hofft und darauf pokert, dass Marco Reus und Maximilian Philipp die Rolle ausfüllen können und die ganze Saison fit bleiben, das ist schon sehr ambitioniert. Da ist Modest doch eigentlich keine schlechte Lösung, oder Daniel? Daniel Vorsatz. Modest wäre natürlich eine super Lösung, weil ablösefrei und Bundesliga erfahren. Er wäre ähnlich wie ein Batshuayi oder Balotelli und mit Barlow hat Favre ja gute Erfahrungen gemacht. Nur die Frage, was er von Anthony Modest hält. Warum hat sich Dortmund eigentlich nicht Balotelli geholt? Tja, so hundertprozentig ist das nicht zu beantworten. Vor allem, wenn man jetzt hört, dass Nizza nur 5 Millionen Ablöse für ihn haben will. Klar, der würde viel Gehalt kosten, aber mit 5 Millionen Ablöse, und wenn man das aufwiegt, wäre das immer noch günstiger als 30, 40 oder wie viel auch immer für einen anderen Stürmer zu bezahlen. Der Grund, warum sie ihn nicht geholt haben, liegt für mich auf der Hand. Der BVB hat in den letzten Jahren schlechte Erfahrungen gemacht mit Querköpfen. Stichwort Aubameyang und Dembélé. Und auch wenn Balotelli sich in den letzten Jahren definitiv beruhigt hat und sein Ruf inzwischen schlechter ist, als er tatsächlich ist, glaube ich, dass Dortmund einfach Angst hat vor dem, was Balotelli neben dem Feld mitbringt. Der BVB hatte eine furchtbare Saison und extrem viel Unruhe auf den Transferfenstern. Und ich glaube, sie wollen dieses Risiko Balotelli einfach nicht tragen. Chrissy, meine Liste anfertigen, wer insgesamt schon im Gespräch war, oder? War ja gefühlt die halbe Welt.
Ja. Gute Idee. Macht es doch mal in den Kommentaren. Jeder Name, den ihr in diesem Sommer mit dem BVB und Mittelstürmer in Verbindung gehört habt, unten in die Kommentare. Der Wickobies hat glücklicherweise schon mal angefangen. The Wickobies. Balotelli, Morata, Icardi, Origi, Rodrigo, Dzeko, Ben Yedder. Okay, machen wir das doch mal relativ schnell. Charakterfrage, zu teuer, viel zu teuer, viel zu teuer. Origi ist im Gespräch, Dzeko unverkäuflich, Ben Yedder unverkäuflich. Um mal ein paar Dinge zu erklären. Der BVB hat relativ deutlich gezeigt, dass sie eben nicht bereit sind, diese 60 plus Millionen Euro für einen Stürmer auszugeben. Völlig egal, was Watzke euch da erzählt hat. Wenn sie dazu bereit wären, würde Batshuayi heute in Dortmund spielen und nicht in Valencia. Und wenn du auf dem heutigen Transfermarkt nicht bereit bist, 60 Millionen oder mehr auszugeben, dann wird es schwer, einen Top-Mittelstürmer zu finden. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich finde es furchtbar. Aber es ist einfach die Realität. Du musst Geld in die Hand nehmen oder du wirst keine Qualität kriegen. Und man muss sich auch klar machen, der BVB ist derzeit keine Top 10 oder zumindest sehr attraktive Adresse im Weltfußball mehr. Man kann in fast jeder Liga mehr Kohle verdienen als in der Bundesliga. Und die letzte Saison war katastrophal. Sowas schreckt Spieler ab. Das ist nicht der FIFA-Karrieremodus. Der Spieler muss schon Bock haben, zum Verein zu kommen. Dominik Fischer, Sie können ja auch Robert Lewandowski aus München zurückkaufen. Absolut nein. Eher wird Ralf Fährmann Dortmund-Kapitän, Uli Hoeneß Bundeskanzler und ich werde Eintracht-Trainer in einem Bananenkostüm, als dass Robert Lewandowski in diesem Sommer zu Dortmund zurückkehrt. Das ist wirklich. Leute reden wirklich darüber, dass man Lewandowski zurückholen soll. Hat jemand nicht zugehört? Der wurde zu real. Mike Nienhaus. Moussa Dembélé. Der Junge ist noch jung, hat bewiesen, dass er auf hohem Niveau spielen kann und ist zudem noch recht günstig. Der BVB soll sich schon letzten Sommer mit einer Verpflichtung von Moussa Dembélé auseinandergesetzt haben und soll auch diesen Sommer wieder angefragt haben. Woran es gescheitert ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, weil der BVB genau wie ich mit dem Mike hier nicht zu 100% übereinstimmt. Denn Celtic wird sicherlich eine Ablöse von 30, 40 Millionen Euro aufgerufen haben. Und das ist eine ganz schöne Hausnummer. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass er eine gute Saison und eine ordentliche hatte. In einer extrem schwachen Liga für das beste Team. Wenn man ganz ehrlich ist, auf absolutem Top-Niveau ist Moussa Dembélé alles, alles andere als bewiesen bis jetzt. Man kann einfach nicht wissen, ob der funktioniert. Und so einen Mann für 40 Millionen zu holen, ist riskant. Lutzer, Immobile hat super gespielt, er wäre ein Spieler, der gut ins System passen würde. Sau viele Leute haben Ciro geschrieben. Ja, das wünschen sich derzeit überraschend viele Dortmund-Fans, dass man Immobile zurückholt oder ihn gar nicht erst verkauft hätte. Aber da gibt es zwei relativ deutliche Probleme. Problem Nummer eins, er ist Lazios absoluter Superstar und sein Marktwert liegt irgendwo bei 50 Millionen Euro. Man muss von mindestens 60 Millionen Euro Ablöse ausgehen, eher mehr. Und das für einen Spieler, der niemals außerhalb Italiens funktioniert hat. Ein Spieler, der sogar schon beim BVB war und dort nicht funktioniert hat. Stellt euch nur mal eine Sache vor. Watzke und Zorc entscheiden sich jetzt Immobile für 60 Millionen zu holen. Sie haben schon mal 20 Millionen für ihn ausgegeben und hat nicht funktioniert. Und er klappt jetzt wieder nicht, hat man am Ende des Tages 80 Millionen ausgegeben, zweimal für einen Spieler, von dem man wusste, dass es nicht klappt. Dann können beide ihren Hut nehmen. Blizzard One. Benteke, wir brauchen und wollen Benteke. Erstmal, wirklich, will man Benteke? Klar, Benteke ist ein ordentlicher Stürmer, aber er verdient bei Crystal Palace relativ gut. Über 6 Millionen Euro Gehalt würde ihn beim BVB zu einem der Topverdiener aufsteigen lassen. Und das nächste Problem, er ist bei Crystal Palace absolut gesetzt. Das englische Transferfenster ist zu, sprich, man könnte ihn zwar kaufen, doch Crystal Palace hat nicht mehr die Möglichkeit, einen Ersatz zu verpflichten. Und das wiederum bedeutet, der Preis würde durch die Decke gehen. Für einen Spieler, der unter Lucien Favre in dessen System eigentlich nicht wirklich von Nutzen ist. Jonas Ristock. Würde Lacazette nicht zu Dortmund passen? Watzke soll einfach mal einen großen Spieler holen, denn Origi ist niemand, der 15 Tore pro Saison garantiert. Natürlich würde er passen. Karim Benzema und Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic würden vermutlich auch passen. Doch es macht einfach keinen Sinn. Lacazette verdient 10 Millionen Euro im Jahr bei Arsenal und ist für 60 Millionen Euro dorthin gewechselt. Sprich, sagen wir mal, man kriegt ihn für 60 Millionen und zahlt ihm die 10 Millionen. 4-Jahres-Vertrag, dann ist es ein Transfer, der ein Volumen von 100 Millionen Euro hat. Und will man das wirklich ausgeben für Lacazette, der gut ist, aber nicht unbedingt absolute Weltklasse? Und will man wirklich einen Spieler in den eigenen Reihen haben, der 10 Millionen Euro verdient? Aktueller Topverdiener ist Marco Reus mit 8 Millionen Euro. Wie erzählst du Marco Reus, dass jetzt jemand kommt, der noch kein Spiel für den Verein gemacht hat, der nicht wie Marco Reus immer treu geblieben ist und der jetzt 2 Millionen Euro mehr kassieren wird? Fußballer sind eine besondere Spezies. Es wird nur Monate dauern, bis Marco Reus auch 10 Millionen verdienen wird. Und dann ist der BVB in einer ganz gefährlichen Spirale. Ibims, ein Wodka.
Ich bin für Käsemodel. Wird der Joke nicht irgendwann langweilig oder alt? So, der BVB hat also jetzt wochenlang Zeit gehabt und ich habe genau 20 Minuten, um dieses Video aufzunehmen. Und in diesen 20 Minuten entscheidet der BVB sich tatsächlich, einen Mittelstürmer zu verpflichten. Vielen Dank nach Dortmund. Paco Alcácer soll unmittelbar davor stehen, bei Dortmund zu unterschreiben. Bisher war die Rede von 100 Millionen Euro Ablöse, die Barca für Alcácer fordert. Und jetzt zahlt der BVB irgendwas zwischen 20 und 25 und das passt dann auch. Am Ende des Tages könnte es auch immer noch eine Leihe werden, dann muss der BVB das komplette Gehalt übernehmen, das macht ja Sinn. Und der Grund, warum Alcácer unbedingt zu Dortmund will, ist, dass Lucien Favre absolut von ihm überzeugt ist. Jetzt ist Alcácer mit 1,75 Meter nicht unbedingt der klassische Mittelstürmertyp, doch wenn wir eins gelernt haben, dann, dass Lucien Favre Spieler in seinem System zum Funktionieren bringen kann, auch wenn es im ersten Augenblick gar nicht danach aussieht. Und um es mit Michael Zorc zu sagen, es kommt nicht auf die Größe an, sondern nur darauf, dass der Junge die Dinger reinmachen kann. Und das hat Alcácer in der Vergangenheit gezeigt. Also, wenn das jetzt tatsächlich zustande kommt, ist das wahrscheinlich kein verkehrter Deal für den BVB. Und dann ist da noch Philipp, der meine letzten 5-6 Minuten in einem einzigen Kommentar zusammengefasst hat. Philipp Mutescu. Der BVB hat zu lange gewartet. Spieler aus England werden nicht mehr abgegeben, weil der Markt dort zu ist. Bei Wunschspieler Batshuayi hat man es verpasst, ihn noch ein Jahr auszuleihen, um Zeit zu schinden. Nun steht man ohne Stürmer da und mein BVB bekommt gerade zu spüren, dass die Bundesliga nicht mehr attraktiv ist und die großen Namen nicht anzieht. Ich hoffe persönlich, dass die Verantwortlichen sich nun auf einen Spieler einigen und diesem verpflichten. Sonst steht der BVB vor einer ganz ekligen Saison. Philipp, gutes Schlusswort. Nur eine Korrektur, man kann ja in England durchaus noch einkaufen, nur die können keinen Ersatz mehr holen. Wie gesagt, die Preise gehen durch die Decke. Ansonsten stimme ich dir völlig zu. Der BVB steht in einer extrem schwierigen Situation. Das Transferfenster ist so gut wie zu. Panikkäufe? Das wäre jetzt, was der BVB will. Divock Origi ist wahrscheinlich die realistischste Lösung. Denn ich glaube einfach nicht, dass man mit Maxi Philipp und mit Marco Reus die Saison als Stürmer bestreiten kann. Das ist nicht, was der BVB will. Denn Dortmund befindet sich in einer Art des Umbruchs. Und wenn man sich diese Option nimmt, mit einem richtigen Stürmer zu spielen, dann könnte es sein, dass diese Saison schneller verschenkt ist, als es einem lieb ist. Aber vielleicht male ich hier auch zu schwarz. Und deshalb seid ihr natürlich gefragt in die Kommentare, wen wünscht ihr euch, wer sollte kommen oder glaubt ihr, dass Philipp und Reus das schon regeln können? Und das war's dann auch schon wieder für heute. Schreibt in die Kommentare, wie ihr Alcácer findet, wen hättet ihr lieber gehabt, wie es mit Origi, Balotelli, alles hier unten rein. Und dann war's das. Und falls ihr sehen wollt, wie der große Konkurrent aus Schalke spielt, das findet ihr hier und ein anderes Video aus den letzten Tagen genau hier. Macht's gut.